verdienen sie gern so ihren Lebensunterhalt. Mit allem, was sie so sehen. Manchmal ist es besser, wenn man nicht hinsieht. Meist sogar. Detective William Somerset sucht nach einem Ausstieg. Sie gehen bald in den Ruhestand. Nur noch 6 Tage, dann sind Sie weg. Wie lange wohnen Sie schon hier? Zu lange. Detective David Mills sucht nach einem Einstieg. Bis zu dem Augenblick, wo ich gehe, werden wir jede Stunde miteinander verbringen. Ich werde Ihnen zeigen, wer Ihr Freund und wer Ihr Feind ist. Hören Sie, ich bin 5 Jahre im Morddezernat gewesen. Aber nicht hier. Jetzt. Sie haben mir nicht gesagt, dass es hierbei um Mord geht. Sind Sie Gefangene in einem Spiel? Keine Fingerabdrücke. Nirgendwo gibt es Zeugen. Stimmt. Das Einzige, was wir von dem Kerl wissen, ist, dass er vollkommen wahnsinnig sein muss. Dass jede Sünde mit dem Tod bestraft. Es gibt 7 Todsünden. Maßlosigkeit. Wie sollten sich das hier mal ansehen? Habsucht. Es wird nichts angerührt. Trägheit, Zorn, Wollust und Neid. 7. Wir müssen noch mit 5 weiteren Fällen rechnen. Man fährt die Leiche Dienstagmorgen. Ich hasse diese Stadt. Wir werden den Täter kriegen. Das hier wird ein Musterbeispiel für schnelle Gerechtigkeit werden. Man hat 2 weitere Leichen gefunden. 2 weitere Opfer. Der Kerl geht methodisch vor. Das Schlimmste ist, er hat Geduld. Der lacht uns aus. Er hat eine Waffe. Noch 2 Morde, dann ist sein Meisterwerk vollendet. Bringen wir es zu Ende. Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow. Haben Sie schon mal etwas derartiges gesehen? Nein. 7.